Hi zusammen, ich bin Rolf von Kreativbüro und heute machen wir nochmal ein neues Fantasy Art. Und zwar werden wir dieses Bild nachbauen. Okay, ich arbeite jetzt allerdings mit der 2.8.18er Version, also noch mit der stabilen Version, weil gestern beim Update von der 2.9.5er gab es einen kleinen Bug und somit ging das Skalieren nicht mehr, also musste ich da ein bisschen was umswitchen. Wir arbeiten halt jetzt nur noch mit 8-Bit, aber demnächst wird die 2.10er so oder so rauskommen und dann können wir auch mit der 2.10er weitermachen. Okay, dieses Bild werden wir nachbauen. Das sind die Grundbilder. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal. Gut. Zum Thema Freistellen, da habe ich ja schon zwei, drei Tutorials gemacht. Wie man was freistellt, ist relativ easy. Ich arbeite hier immer mit dem Extract Foreground von Chimic oder mit meinem Vordergrundauswahlwerkzeug oder mit meiner Farbauswahl. So, ich habe hier schon mal freigestellt, und zwar die Brücke, ihr seht's. Den oberen Teil habe ich weggenommen und hier unten den unteren Teil. Warum? Das werdet ihr gleich sehen. Ich benenne das auch gleich um auf Doppelklick drauf, Brücke. Gewöhnt es euch an, eure Ebenen zu beschriften, weil bei 10, 20, 30 Ebenen habt ihr sonst ein Problem. Gut, wir nehmen jetzt diese Wolken, ziehen diese Wolken hier rüber. Wir müssen sie jetzt natürlich ein bisschen skalieren. Und dazu nehme ich diese Wolke, setze hier oben hin, gehe auf mein Skalieren-Werkzeug, vergrößere, bestätige mit Enter. Dauert jetzt ein bisschen. Ich glaube, ich weiß auch warum. Ich werde hier mein Brückenbild ein bisschen kleiner machen. Sonst wird es zu viel. Dazu machen wir jetzt mal kurz eins. Abbrechen. STRG-C, STRG-C, STRG-C. Und werden hier mein Brückenbild erstmal skalieren. Dazu gehen wir auf die Hälfte der Größe. Skalieren, dann wird es ein bisschen zügiger gehen, dann braucht man auch nicht so lange. Okay. Machen wir noch was anderes. Wir ziehen die Brücke erst noch ein Stückchen weiter nach unten, weil wir brauchen nachher Platz weiter oben. Okay. Jetzt nochmal. Nehmen die Wolken, ziehen sie rüber in unser Brückenbild. Hinter die Brücke legen. Aufskalieren. Bestätigen mit Enter und ihr seht, es geht schneller. So, ich möchte hier noch ein bisschen mehr Struktur reinbringen, also nehme ich das nächste Bild, auch wieder Wolken, ziehe sie rüber, setze sie rein. Das passt sogar. Bestätige mit Enter. Gehe auf diese blaue Ebene, rechte Maustaste. Nein, stopp. Blaue Ebene und auf weiche Kanten. Ich zeige euch den Unterschied. Ihr seht es. Mehr Struktur drin. So, rechte Maustaste nach unten vereinen. Beschreibung Wolken. So, hier unten sieht es mir noch ein bisschen zu abgehackt aus. Also gehe ich jetzt auf mein Brücken. Meine Brückenebene, nehme einen Radierer, nehme mir einen weichen Pinsel mit 25er Härte, die Deckkraft ziehe ich ein bisschen runter, so ungefähr 75. Die Größe mache ich mir ein bisschen größer und mache hier unten ein bisschen einen Übergang noch rein. So. Gut, haben wir. Hier oben habe ich noch was, wo wir noch wegmachen müssen. Dazu gehen wir die Deckkraft nach oben, die Größe ein bisschen nach unten und holen uns noch das Grün hier oben weg. Und auch hier haben wir noch ein paar Kleinigkeiten, wo farblich nicht zu hundertprozentig reinpassen. Die holen wir jetzt kurz weg, machen die Größe noch ein bisschen runter. So.
Gut. So passt es. So. Was wir jetzt als nächstes machen, wir werden hier erstmal ein bisschen abdunkeln, weil das sieht mir alles zu hell aus. Hierzu gehen wir auf die Wolkenebene. Farben, Kurven. Ich hole mein Kurvensymbol rüber. Mache es ein bisschen runder. Und hier. Auf OK. Farben, Farbtonsättigung. Sättigung ein bisschen runter. Helligkeit ein bisschen nach oben. Auf OK. Jetzt gehe ich nochmal auf Farben, Farbabgleich und mache mir hier einen leichten Gelbstich rein. Okay. Mit der Brücke machen wir dasselbe Spiel. Wir gehen auf Farben, Kurven, machen es insgesamt mit dem Kurvenmodus runter. So, und jetzt holen wir hier diese Sachen, holen wir jetzt noch ein bisschen mehr raus. So sieht es doch schon mal richtig effektvoll aus. Auf OK. Auch wieder hier nochmal Farben, Sättigung und ein bisschen entsättigen. Okay. Als nächstes werden wir unser Schloss einbauen. Dieses Schloss auch schon freigestellt. Ziehen wir rüber. Braucht jetzt ein bisschen so. Auch hier müssen wir skalieren. Mein Skalieren ist auch wieder auf dem anderen Bildschirm drüben. Ich arbeite mit zwei Bildschirmen. So, und setzen es hier oben rein. Okay. Passt soweit. Jetzt werden wir es noch schön einbauen. Wir gehen auf unseren Radierer. 25 Härte. Deckkraft lassen wir jetzt mal auf 100%. Größe ein bisschen nach oben und fahren hier erstmal am Rand komplett, dass wir den Rand weg haben. So, jetzt gehen wir hier hin. So. Und jetzt verringern wir die Deckkraft auch wieder auf 70 und machen hier einen schönen weichen Übergang rein. Fahr können auch mal hier oben noch ein bisschen drüber, dass mir es leicht schemenhaft in den Wolken. Und jetzt wird nur noch getackert. Ihr hört es. So. Jetzt strahle ich dieses Schloss natürlich extrem und dazu gehen wir auch wieder unter Farben, Kurven. Machen es ein bisschen runder und auch hier kommt ein bisschen die Dramatik rein. Okay, Farben, Sättigung, Sättigung raus. Okay, und auch hier werden wir hingehen, Farben, Farbabgleich und einen leichten Gelbstich reinbringen. Okay, ich zeige euch das mal. So, gut, haben wir. Als nächstes brauchen wir unsere Frau. Die ziehen wir natürlich auch wieder hier rüber. Müssen diese jetzt natürlich auch wieder skalieren. Setzen diese nach oben. Hopp, das war falsch. Schauen mal von der Größe her, ob es ungefähr passt. Ich finde fast, sie ist zu groß. Also nochmal ein bisschen kleiner machen. So kommt er schon eher hin. Schauen uns ein schönes Plätzchen aus, wo wir so richtig schön hinsetzen können, dass es einigermaßen passt. In der 2.9er haben wir das Warp Transformation Werkzeug. Das haben wir hier leider in der 2.8er noch nicht. Da freue ich mich schon auf die 2.9er und die 2.10er.
Dann kann man richtig schön verflüssigen. So, was haben wir noch? Wir brauchen noch die Flügel der Dame. Dazu habe ich eine Taube genommen. Freigestellt, ganz normal. Zieh diese Taube auch wieder rüber. Und auch hier müssen wir jetzt skalieren, weil die Taube ist natürlich viel zu groß. Skalieren diese. Und setzen die Taube hinter die Frau. Schauen wir mal, wie passt es von der Größe. Fast ein bisschen zu klein, also müssen wir sie noch mal ein bisschen größer machen. Ja, so kommt es schon am ehesten hin. Flügel müssen noch ein bisschen weiter nach unten. So, jetzt haben wir natürlich hier die Schwanzfedern, die machen wir jetzt weg. Wir beschreiben erstmal Flügel. Flügel und hier Frau. So, was machen wir jetzt? Jetzt machen wir bei der Taube den Schwanz weg. Radiergummi. Deckkraft richtig. Hier können wir gleich mal auf 75 gehen. Größe ein bisschen runter, dass man auch wirklich hopp, gehen auf unsere Flügelebene und schneiden hier mal weg, was wir nicht brauchen. So, passt doch das. Jetzt werden wir noch ein bisschen Farbe gleich machen. Dazu werden wir aber erst noch die Flügel ein bisschen weiter nach unten setzen. So, ja, okay. So, müssen wir ein bisschen Farbe gleich machen. Flügel, selbe Spiel wie bei den anderen Farben. Kurven nach unten. Wir werden die Flügel aber insgesamt ein bisschen heller machen. Auf OK. Farben, Sättigung. Auch hier werden wir die Sättigung ein bisschen rausnehmen. Auf OK. Farben, Farbabgleich. Und auch hier werden wir einen leichten, aber nur minimalen Gelbstich reinbringen. Auf OK. Und dann werden wir jetzt aber noch mit der Helligkeit spielen und werden die Helligkeit ein bisschen zurücknehmen und den Kontrast ein bisschen erhöhen. Okay, bei der Frau werden wir auch hingehen, Farben, Kurven, bisschen dunkler machen. Und einige Akzente. So, okay. Haben wir ja eigentlich schon mal als Grundbild das meiste gearbeitet. Nun, neue Ebene. Okay. Nehmen unseren schwarzen Pinsel und nehmen einen Pinsel. Eine weiche Pinselspitze. Größe. Deckkraft gehen wir runter so auf ca. 60. Und machen hier ein bisschen wie einen Schatten. Fahren unsere Deckkraft runter. Okay. Als nächstes neue Ebene. Okay. Nun werden wir noch ein paar zusätzliche Wolken reinbringen. Ich habe mir hier einen Brush runtergeholt. Ein Wolkenbrush von DeviantArt. So, die nehmen wir jetzt. Diese hier können wir eigentlich nehmen. Deckkraft nach oben. Größer gehen wir dahin, holen uns jetzt als Farbinformation diese helle Wolke hier. Dazu gehen wir hier auf unsere Wolken. Und ihr seht, hier hat sich's geändert. Gehen auf unseren Pinsel, auf unsere Ebene. Deckkraft runter. Und werden hier
noch ein bisschen Wolken reinsetzen. Um das natürlich jetzt nicht so hart hinzusetzen, gehen wir jetzt noch hin unter Filter, Weichzeichnen, Bewegungsunschärfe. Abbrechen. Filter, Weichzeichnen, Gaußscher Weichzeichner. Und werden hier mal so auf die, ja, 30 hochgehen. So. Ihr werdet sehen, warum ich das jetzt gemacht habe. So. Als nächstes, was wir machen, ist rechte Maustaste neu aus sichtbarem. Jetzt gehen wir hin unter Filter, Gimmick. Ich habe mir meine Lieblingsfilter schon rausgeholt. Es ist unter Colors, Color Grading. Hier gehen wir als erstes Ausgabemodus, neue Ebene. So, dann gehen wir auf HDR, Tone Map oben ungefähr auf die 40 bei diesem Bild und Cool, Warm gehen wir auf, ja, so minus 14, minus 15, dass es ein kühleres Bild kriegt. Dann werden wir die Highlights noch ein bisschen rausholen, so ungefähr auf die 20. Und die Schatten, ihr seht selber hier oben im Bild, werden wir auch noch ein bisschen Dramatik machen auf die 20. Bestätigen mit OK. Jimmy macht jetzt eine neue Ebene mit diesem Bild. Und wir haben hier trotzdem noch unsere Originalebene. So, als nächstes werden wir auf unserer normalen sichtbaren Originalebene hingehen. Nochmal unter Filter, JMAG. Und jetzt gehen wir unter Black and White, Freaky Black and White. Und gehen hier mit diesem Oddness, das ist diese, jetzt sieht es jetzt hier gleich im Bild, gehen wir hoch ungefähr auf 50. 48, 45, 50. Und auch bestätigen mit OK. Auch hier macht ihr diese neue Ebene. Und ihr werdet jetzt gleich sehen, warum ich jetzt hier vorhin diese Pinsel reingesetzt habe oder diese Wolken. Nun gehen wir auf diese obere Schwarz-Weiß-Ebene, gehen mit der Deckkraft nach unten. Auf 50, ja, so 45%. Ein unwahrscheinlich schön schemenhaftes Bild. Rechte Maustaste auf die obere Ebene. Ebenenmaske hinzufügen, weißvolle Deckkraft hinzufügen. So, dann nehmen wir uns einen weichen Pinsel. Auch wieder am besten so 25er. Deckkraft 50. Größe. So passt. Farben schwarz, weil wir haben hier eine weiße Ebene. Jetzt zeige ich euch mal. Und jetzt holen wir die Frau ein bisschen farbig wieder hervor. Hier können wir noch ein bisschen mit Farbe arbeiten, mit der Dramatik. Hier. Und auch am Schloss können wir ein bisschen was rausholen. Ja, jetzt können wir sogar noch ein bisschen mit der Deckkraft weiter nach unten gehen. So. Rechte Maustaste, neu aus sichtbarem. Filter, Gimmick. Jetzt können wir hier dann noch hingehen und wieder unser Rahmen außenrum setzen. Auf OK. Und schon haben wir unser Fantasy-Bild fertig. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Viel Spaß beim Nachmachen. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin. Tschüssi, bye bye, euer Rolf.